So Leute, und damit kann es jetzt losgehen mit dem zweiten Teil sozusagen von dem heutigen Livestream. Und zwar fliegen wir heute jetzt noch unseren zweiten Flug. Und zwar, wie ihr jetzt abgestimmt habt, geht es jetzt von Hamburg nach Prag. Circa 50 Minuten Flugzeit haben wir da vor uns. Aktuell noch komplette Lotsenabdeckung auf der kompletten Strecke. Der Online-Day geht jetzt noch knapp 1 Stunde 10 Minuten. Und genau, dann legen wir mal los und machen den Flieger mal startklar. Beziehungsweise ich gebe erstmal einen Flugplan auf. Und dann kann es gleich in die Maschine gehen. Hier, FlexArts hat gerade noch gefragt, weißt du zufällig noch, wo du Delivery her hast? Nur noch, dass ich sie irgendwo aus dem Internet her habe, aber wo genau, weiß ich nicht mehr genau. Gib einfach mal PMDG 737 TUI Blue oder sowas, Delivery ein, dann wirst du die schon finden. Dann vielleicht über Google Bilder kommst du dann auch zu einer Webseite, ich glaube, so habe ich das gemacht. So. Wir nehmen mal als requested, die Germanwings ist damals hochgegangen auf 3-5. Wir nehmen mal 3-3-0, weil die ist da nur ganz kurz gewesen. So, 3-3-0. Oh, ich hatte eben noch als Alternate Graz. Das ist ein bisschen weit. Wäre das gewesen. So, eine Stunde fliegen wir. So. Und Send Flight Plan. So, Leute, dann legen wir mal los. Ich werde jetzt erstmal nicht so viel jetzt hier auf den Chat gerade eingehen, während wir den Flieger vorbereiten, weil wir müssen uns ranhalten, dass wir mal schnell jetzt hier rauskommen, um noch vor, bevor die Lotsen auf dort in Prag aufhören, dass wir da noch ankommen. So. Fertig. So, Ground Power on. Air Conditioning Unit is connected. Position Lights steady. So, IRS Mode Selectors. Nav. Flugplan geben wir ein. Das ist halt die Sache, das muss ich jetzt noch komplett eingeben. Weil wir geben erstmal das Fuel ein. Geil, der will es in Kilogramm, muss ich umrechnen. Ich habe es nämlich nur in. Das sind 6 Tonnen ungefähr. So. Gut, dann gehen wir mal ins FMC. FMC. Wieso geht es nicht? Hey, wieso kann ich nicht ins FMC? Wie geht es, weil nur Single FMC Operations gerade ist? Keine Ahnung, wie machen wir die? Weil noch nicht ganz hochgefahren ist der Flieger wahrscheinlich. Na komm. Hä, wieso tut sich jetzt hier auch nichts? Ground Power is connected. Ich weiß noch nicht. Na, wir machen einfach mal weiter mit den nächsten Sachen. Ich hoffe, es geht jetzt gleich alles an. So, Jaw Damper on. Wir starten auch schon mal jetzt einfach mal die APU. Left Forward. Fuel Pump an und. So, dann Emergency Light Switch Guard. Der war schon closed. Closed. Leipzig Tower schreibt hier. Hi Line Gamer, guten Flug. Dankeschön. So, Seatbelt Signs on. Immer auf Auto. Window Heat. Und. Hey, irgendwas ist noch. Ah! Jetzt habe ich es rausgefunden. Weil ich die Battery nicht angemacht habe. Ich dachte, ich hätte die Battery angemacht, aber ich hatte die Batterie nicht angemacht. Da, ich sehe das auch gerade. Ein paar hat sie auch hier reingeschrieben. Danke für den Hinweis. Das war's. Jetzt habe ich hier irgendwas bewegt. Ich glaube, das war aber so, ne? Jetzt funktioniert, jetzt haben wir auch über Licht. Geil, jetzt geht's auch weiter. Jetzt müssen wir aber die Ground Power nochmal anmachen, so. Jetzt läuft da alles. Ich habe mich eben auch schon gewundert, wieso da nicht hier die On-Lichter und so angegangen sind. Irgendwie fehlt da Strom. Batterie, genau. Jetzt haben wir aber das Licht hier alles ausgegangen. Müssen wir wieder anmachen. Wo ist denn hier Dome Light? Hier. So.
das reicht erstmal. Dual FMC Restored. So, FMC. Nav Data Out of Date kann gar nicht sein. Das ist vom Juni hier, Mai, Juni, der aktuelle IREX. IREX Cycle, also passt das. So, muss ich auch nochmal hier das neu machen mit den. Post-Init, okay. Gut, brauchen wir nicht. Dann haben wir EDDH, geht's los. LKPR. So, und wie gesagt, Flugstrecke habe ich keine voraus jetzt eingeben können, deswegen machen wir das jetzt, aber das geht ja schnell. Wir fliegen erst nach Rammar. Das ist welcher Punkt? Das ist der erste. Danach weiter über die Zulu 998. Dann auf die Uniform Mike 748. Uniform Mike 748. Dann noch Mike 725. Genau, die Wegpunkte, wo wir wechseln, hat er automatisch eingetragen. Nach Golob. Passt. So. Nochmal Activate and Execute. Performance Init. Genau, Zero Fuel Rate rein. Reserves machen wir 2.0 haben wir. 2 Tonnen. Kostindex 45. Reiseflughöhe 330. N1 Limits. Wir machen mal. Takeoff 2 sollte hier bei der Bahnlänge ausreichen. Climb 2. Takeoff Flaps 5. Center of Gravity. Und da wir noch keine Runway haben, haben wir noch keine V-Speeds. So, wieso Position Init jetzt nicht funktioniert, das ist mein einziges Problem. Das frage ich mich jetzt noch. Eigentlich habe ich das doch hier gemacht. Keine Ahnung, was ich machen muss, dass ich das, dass es jetzt mal funktioniert mit dem Align, also das Flugzeug lokalisiert wird. Ah, da ist es. Passt. Jetzt, so. Dann soll das Flugzeug jetzt lokalisiert werden. Passt. So. Das ist gemacht. Wir machen mal weiter. Ist die APU schon am Laufen? Ne, die ist eben noch nicht gestartet, weil wir nicht mehr richtig Strom hatten. So, Left and Right Pack Auto. Flight Altitude drehen wir hier ein. 330. Dann Ignition machen wir Both. Auto Brake RTO. Meters machen wir mal On. So, Flugzeug gut lokalisiert, wie ihr seht. Perfekt. Bell Reference auf Hektopascal. Wir drücken den Traffic Switch. Das TPS funktioniert. VOR, VOR1, VOR2. Und Flight Director an. Beiden Seiten. So. Gucken nach Discontinuity. Sobald machen wir gleich. Jetzt gehen wir schon mal direkt zur Ground-Frequenz und requesten Startup. 7, Galen 953. KLM 9563 Hamburg Apron, das ist Copy, Taxi to Gate 07 via Zulu 3. Ah, sehr cool, dass du mitfliegst, German Cargo 542. So. Mal gucken, genau, weil da ist noch eine Frequenz hier. Gewundert. So. Hamburg Apron, moin, TuiJet 4 Golf Yankee, Information Papa on board, Request Startup. Ist kein Stand, gerade sagen können, weil ich nicht weiß. TuiJet 4 Golf Yankee, Hamburg Apron, moin, for IFR Click, please contact Hamburg Ground and 1-1-8, see you later, bye. Okay. Ground 1-1-8, TuiJet 4 Golf Yankee, danke, ciao. Gibt es hier beides? Hier gibt es Apron und Ground jetzt und Tower. Wusste ich gar nicht. Deswegen ist es auch so dunkelgelb hier die Lufthansa 8-9-1. Ah, hier sind noch die anderen beiden, die mitfliegen. So, jetzt können wir gleich unseren Stand noch gerade nachgucken. Puh. Ich den jetzt wüsste. Ich sag auch mal ohne Stand. Mal gucken, was er macht. Ich sag jetzt ohne Stand einfach. Hamburg Ground, moin, TuiJet 4 Golf Yankee, Information,
Papa on board, request startup. Keine Ahnung, ob es Papa ist. Töte, Talker, thank you, hello. Startup of Kito Prag, Rama, Tribava, Departure, Initial Climb 5000 feet, Walk 6415. Was? Rama. Tuljet 4 Golf Yankee cleared Prag via Rama Tri Bravo Departure Initial Climb 5000 feet, Squawk 6415. Lass mal gucken, welche Bahn es ist. Wird wahrscheinlich die Tri-Tri sein. Ne, Tutri. Das ist, glaube ich, links von uns dann. Departure Tutri out of Rama 3 Bravo. Lufthansa Cargo 542 request pushback. Genau. Cargo 542 pushback. Da haben wir jetzt unsere V-Speeds. Ja, correction, disregard, your position, contact Gap, no one to run to zoom. Can you repeat this? Contact Gap, no one to run to zoom. So, 6415 ist unser Squawk. So. Dann drehen wir noch hier das eine Initial Climb 5000 feet. Okay, wir machen die Pre-Flight Checklist. Achso, läuft die APU? Ja. So, dann Contact Apron 1 on und Ground Power weg. Lufthansa 5-2. So. Pre-Flight Checklist. Was haben wir denn da Gutes? So, Oxygen. Tested 100%. Navigation Transfer. And display switches. Normal auto. Window heat is on. Sieht alles cool da oben. Pressurization mode selector sind auf auto. Dann heading. Nochmal runway heading. 230. Und altimeter ist set. 1001. Hectopascal parking brake ist set. Und engine start levers cut off. Mal before start checklist. So, wir machen erstmal die Pitot-Covers weg. Machen schon mal die Wheel-Chocks. So, dann armen wir den Auto-Thrust. Drehen da mal die V2-Geschwindigkeit ein. Das ist, weil wir hier schon sind, machen wir kurz mal Beleuchtung mal so ein bisschen an. So. Und die Hintergrundbeleuchtung. So. V2 142 Knoten. Dann armen wir LNAV und VNAV. Wieso geht VNAV nicht? Komisch. Der nimmt mir irgendwie VNAV nicht. Keine Ahnung wieso. Gut, gucken wir später nach. Genau, machen wir alle Fuel Pumps an. Eigentlich haben wir die Flugstrecke komplett drin und so, deswegen müsste eigentlich VNAV gehen. Und Gewichte und so sollten eigentlich auch drin sein. So, Electric 1, Electric 2 Hydraulic Demand Pumps gehen an. Hydraulic Pumps. Das Beacon geht an. Die Collision Light. Takeoff Trim stellen wir ein. So, Takeoff Trim. Müssen wir mal kurz nachgucken. Vielleicht müssen wir hier noch Execute drücken. Deswegen hat es nicht geklappt. Tada, das war's. Execute hat gefehlt. So. Und Takeoff Trim steht hier. 526. Ein bisschen drehen. So. Ja, ich probiere gerade alles ein bisschen schnell zu machen, dass wir möglichst schnell jetzt hier rauskommen. Weil allzu lang geht ja der Online-Day nicht mehr und ich habe auch keine Lust, dass dann keine Lotsen mehr da sind. Wäre ein bisschen schade. Deswegen probiere ich gerade alles ein bisschen flotter zu machen. Und wie gesagt, ich kann leider gerade nicht so auf den Chat deswegen eingehen. So, Before Start Checklist. Flight Deck Door ist jetzt closed. Fuel haben wir 6.0. Wir haben 6000 Kilogramm on board und die Pumps sind on. Die Center Pumps brauchen wir nicht. Passenger Signs sind on, Windows sind locked, V2 142 knots, Heading 230, Altitude 5000 feet. Takeoff Speeds V1 134, VR, V Rotate 135, V2 142. CDU preflight is completed, Radar Aileron Trim 3 and 0. Haben wir hier die Beleuchtung noch an? Anti-Collision Light on before start checklist completed. Tuljet 4 Golf Yankee request pushback. Tuljet 4 Golf Yankee. Jaw Damper stimmt. Dankeschön für die Info, Philippe. Say again for Tuljet 4 Golf Yankee. Tuljet 4 Golf Yankee, Apron 1 to 1 system 07.
Apron 121.7 for TwitchJet 1 for Golf Yankee. Danke, ciao. Ja. Okay. TwitchJet 4 Golf Yankee, Request Pushback. Ich hätte nicht mal Hallo gesagt, hätte ich erstmal machen sollen, vielleicht, egal. TwitchJet 4 Golf Yankee, Startup and Pushback is approved, facing north. Startup and Pushback approved, facing north, TwitchJet 4 Golf Yankee, danke. So, das heißt nach links mit der Nase. Hier links zu 905 Hamburg Ground, schönen guten Tag, Request Pushback. Ja, mal Lufthansa. Hier links zu 905 Hamburg Apron 119, Startup and Pushback approved, facing north. Pushback approved facing north, your wings to 905. Lufthansa Cargo 5 to request taxi. Nochmal, prepare for pushback and departure. Lufthansa, jetzt nose left, tail right. Alter, Zulu 1 and Alpha 1, hold short Zulu 2. Riesen pushback truck hier. Can you repeat up Zulu 1? Slowly. Lufthansa Cargo 542, taxi to holding point runway 23 via Zulu 1, Alpha 1, hold short Zulu 2. Taxi to holding point 23. So, ich zoome auch gerade mal die Charts raus, während der hier alles vorbereitet. Lufthansa Cargo 542. Air Berlin 9-9, holding short of line 2. Ich brauche nur die eine hier, Zulu 1, dann können wir schon zu 2-3. Evelyn 939, you're holding short of line 4, or you are not moving on my screen, so check your connection. You're reported still on taxiway Sierra, or Bravo 6, located the runway. So, wir lösen die Parkbremse, dann können wir Triebwerke starten. Dazu müssen noch die Packs off und wir starten. Or are you still on Bravo 6 or Sierra according to the old scenario? Ich gebe gleich mal Fuel dazu, bevor ich es vergesse. My scenery, I am... let me see. So, da geht's raus. Mega Pushback-Truck heute für das kleine Flugzeug hier. Aber schön heute beim Sonnenaufgang. Hier da hinten geht's auf die Sonne. Fliegen wir gleich entgegen dem Sonnenaufgang. Mega cool. Leon, welches Addon ist besser, die 737 von iFly oder von Aerosoft? Von Aerosoft gibt es ja keine 737, aber die PMDG 737 würde ich dir auf jeden Fall eher empfehlen. So. Lufthansa Cargo 542, hold your position. Hold position, Lufthansa Cargo 542. Berlin 989, I don't know where I'm at. Can I... Oh, Arif, wolltest du mitfliegen? Bei dem ist anscheinend, der FSX abgestürzt, schade. Das ist Copy, Taxi to Stand 56 via Zulu 5, Zulu 4. So, starten wir Triebwerk das andere noch und jetzt machen wir mal die Lichter wieder alle aus. Das heißt, also halt außer die Hintergrundbeleuchtung, Dome Light geht off. Hamburg Apron, good day, Alpha 107 at Alpha 5. Und das geht auch aus. So, jetzt sehen wir alles schön hier mit der Beleuchtung. Alpha 107, Roger, stand by. Heavily 939, Taxi to your stand in front of you, Zulu 5, Zulu 4 to Stand 56. So, Triebwerk 1 wird auch wunderbar hoch. Und dann müssen wir eigentlich nur geradeaus davor zur Bahn rollen. Dann sind wir eigentlich gleich die Ersten. Confirm Zulu 5. Evelyn 939, report your position according to the old or the new ground layout. Die Eurowings hinten fliegt, glaube ich, auch mit, wenn es die ist. So, ist dann wunderbar auf der Taxi Berlin. Hinten fliegt noch ein Flugzeug auch entlang. Air Berlin 939. Das ist wahrscheinlich diese DCRG 1128 aus Berlin-Tegel. Alter, Hamburg gerade auf Platz 2 von den Most Popular Airports. Geil. Cool, cool. Air Berlin 939, on my radar screen, you are currently on Bravo 6 aus Sierra. This is the taxi where you vacated runway 5. So, machen wir mal die. Oh, Air Berlin 939, huge. For the next flight, I will restart. Okay, thanks. Goodbye. Bye-bye. So, APU bleed off. APU off. Aber 107, Hamburg, Apron, moin moin, check to gate 07, via Zulu 3, Zulu 5 and Zulu 1. To gate 07, via Taxi Light machen wir auch schon mal an, ich weiß nicht. Oh, Logo Light können wir vielleicht mal anmachen. Beim Taxi Light warten wir noch, sonst blenden wir die Kollegen da unten.
Flight Controls können wir gerade mal checken. So. Dann, full left. Passt. Full right. Passt. Neutral. Full up. Full down. Passt. Und rudder. Full left. Full right. Passt. TwoJet for Golf Yankee, request Taxi. TwoJet for Golf Yankee, Taxi to Holding Point, Runway 3, via Zulu 1 and Alpha 3. TwoJet for Golf Yankee, Taxi Holding Point, Runway 2-3, via Zulu 1 and Alpha 3, danke. Gut. Hier links, Nummer 5, request Taxi von Runway 2-3. Das ist Handsignal, vielen Dank, mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Airbo 107, hold short, Zulu 2. Taxi Checklist. Airbo 107, hold short, Zulu 2, okay, yes, okay. German Cargo 542. Generators on. To holding point runway 23 via Zulu 1 and Alpha 1. Anti ice flat off. Isolation valve auto. Taxi to holding point 23. Engine start switches continuous. Auto brake RTO. Engine start levers idle D10. Flight control check. Electronic grip holding point runway 23 via Zulu 1 and Alpha 3. Fährt er weg. Machen wir Taxi Light an. Holding point runway 23, Zulu 1 and Alpha 3. Euro Wings 205. Oh, wo ist der Pushback? Ah, da ist der Pushback Truck wieder. So. Na komm, fahren wir die andere. Wo fährt er denn hin? Fährt er noch vorwärts oder was? Na okay, fährt er. So, dann geht's mal ab zur Startbahn. Los geht's nach Prag. Nach den Vorbereitungen haben wir es erledigt. Alles geschafft. Prag-Position erfolgreich verlassen und bringen jetzt die Fluggäste nach Prag. So, noch schön beim Sonnenaufgang jetzt hier. Wir sind ja gleich an der Bahn, das geht ja alles richtig schnell. Das ist die Steam Edition, fragt hier Stuart Eichler. Ne, das ist sie nicht, das ist die Standardversion. Oh, da steht eine Cessna hier auf dem am Gate. So, da vorne haben wir schon gleich die Runway. Genau, hier vorne ist das Alpha 3. Airbo 107, request further taxi. Airbo 107, I'm sorry, continue taxi to gate 07. So, Cut 2 und 3 Holding Point. Wir sollen nicht anhalten, wir wollen zum Cut 1 Holding Point. Und haben dann hier ab hier 3200 Meter Startbahnlänge. Das reicht ja locker für Takeoff 2. So, da wären wir. TwoJet, Volker, Yankee, Contact Hamburg Tower 126.850. Schönen Flug, ciao. Hamburg Tower 126.850 für TwoJet, Volker, Yankee. Danke, ciao, schönen Abend noch. Danke, gleichfalls. 128.850. Hamburg Tower, moin, TwoJet for Golf Yankee, holding short, runway 23. TwoJet for Golf Yankee, Tower low, line up 23, wait. Lining up runway 23, TwoJet for Golf Yankee. Alter, das sieht gerade mega geil aus mit dem Sonnenaufgang da. So, Flaps und Set. For Golf Yankee, affirm. For Golf Yankee, Charleston 1707 auf Runway 23, Jet for Takeoff, Gamer 2 in Flugline Line and Gamer 2. TwoJet for Golf Yankee, Clear for Takeoff, Runway 23, Dankeschön, ciao. So, dann let's go. Takeoff. Machen Immediate Takeoff, genau, wahrscheinlich, weil er auf der kreuzenden Bahn noch eine Landung hat. Aber wir sind ja soweit ready. Das Einzige, was wir noch machen müssen bei uns, ist hier unten. TARA. So, wunderbar. Und dann ging es direkt raus. Sponsor Cargo Correction, Contrail 1128 and 1737. Geil, direkt hier ist schön Immediate Takeoff. Und Rotate. So, genau, Takeoff 2, wie ihr seht, hat ja wunderbar ausgereicht. Und dann ziehen wir die Nase schön nach oben. Positive Rate, Gear Up. Muss ich kurz mal gucken. Lufthansa Cargo 542 is ready for departure. Genau, da wahrscheinlich, sonst hätten wir noch warten müssen, bis der. Entweder ist gerade einer aufgesetzt oder wahrscheinlich hätten wir noch warten müssen, bis der vorbei ist. Gut, dass wir dann direkt jetzt rauskommen. So, wir gehen direkt rüber zum Approach. 1-8-0, KLF, Approach Runway 15. Thank you. Supreme Raider, schönen guten Tag, TwoJet 4 Golf Yankee, Passing Altitude 2300 Feet, Climbing Altitude 5000 Feet. TwoJet 4 Golf Yankee, Bremen Raider, Momon, Identified, Climb to Flight Level 240.
Climbing Flight Level 240, Twinjet for Golf Yankee. So, wunderbar, schöner Takeoff. Und. Genau, ja, gut, wie gesagt, was gerade Dennis hier schreibt mit Thrust Set AD checked, habe ich gerade alles gar nicht aufgepasst, aber egal, macht ja nichts. So, Flaps können ab. Genau, ich hatte jetzt eben einfach nur geguckt, dass wir jetzt möglichst schnell rauskommen. Das hätten wir jetzt echt wahrscheinlich noch auf den Flieger warten müssen, aber so haben wir ein bisschen Zeit da rausgeholt. Sehr schön. Da kommt gerade der Loot rein von Nürnberg-Spotter und so schreibt er super, guter und professioneller Stream. Dankeschön erstmal dafür und danke für deinen Loot-Flugvorschlag mit der Boeing 767 von Condor Frankfurt nach Mauritius, Port Louis. Genau, ich hatte jemand vorhin schon mal vorgeschlagen, aber du warst es auch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir notiert. So, wir gucken mal After-Take-Off-Sachen. Auto-Break-Off, Landing-Gear up and off, Flaps up, Engine-Start-Switches off. Und Runway Turn-Off und Text-Slide sind schon auf. After Takeoff Checklist. Engine Bleeds on. PEX Auto. Landing Gear up and off. Flaps up. After Takeoff Checklist completed. Und wir machen jetzt trotzdem schon mal das Bright Light an, dass wir ein bisschen mehr sehen. So. Auch wenn wir noch unter 10.000 Fuß sind. So, Altimeter Standard. Sehr schön. Und. Genau, jetzt kann ich mich auch wieder mehr auf euch konzentrieren. Und es geht schön darunter. Nach Prag, wieder komplette Lotsenabdeckung. Cool. Ach, guck mal, jetzt sogar in Gatwick, wo wir vorhin losgeflogen sind, noch Approach-Kurze. Bremen-Räder, 124.175 for Twijet, for Golf Yankee, danke, ciao. So, genau, das ist der Kollege, wo wir vorhin auch schon mal waren, auf der Frequenz, als wir nach Berlin geflogen sind. Keine Ahnung, ob man sie wieder erkennt jetzt. Lufthansa 5, Mike Charlie. Die sind. Canon Porto 8, die sind 5, Level 260. Sign 260, Canon Porto 8. Bremen-Räder, moin, Twijet 4, Golf Yankee, Passing, Flight Level 90, Climbing Flight Level 240. Twijet 4, Golf Yankee, guten Abend, identified, Climbing Flight Level 330. Climbing Flight Level 330, Twijet 4, Golf Yankee. So, dann geht gleich weiter hoch, ich drehe es erstmal ein. Schenken wir mal kurz zu trinken hier ein, weil wir haben 10.000 Fuß gepasst. Berlin 168. Landing Lights off und ja, gleich über den Wolken. Sieht auch gerade mega geil aus, wie durch die Wolken durchgehen, wie sie alles so voll rosa aussieht. Und danke. Ja. Bin jetzt mal zugestoßen. Ist das jetzt das zweite Leck Richtung Prag, korrekt? Fragt Hammann. Ja, genau, das ist das zweite Leck jetzt. Jetzt geht es nochmal nach Prag von Hamburg aus und gerade Airborne gegangen. Ja, müsste raus sein. Und jetzt geht es nochmal circa 50 Minuten bis nach Prag. Gucken wir gleich mal, wie es bei den anderen aussieht. Die sollten auch jetzt Airborne sein. Das sollten zumindest gleich Airborne gehen, hoffe ich mal. Die anderen mitfliegen. So, die Grafik ist Hammer, ja, auf jeden Fall. Das sieht einfach als ultra geil hier aus. Guck mal, auch mit den Wolken, die gerade so richtig Cloud-Surfing-mäßig. Welches Wolken-Addon hast du? Welches Wolken-Addon? Das ist Real Environment X, was ich habe. Real Environment X Essentials Plus with Overdrive, so. KLM Porto 8, contact Amsterdam Radar on 1-4, Dismal 875, goodbye. Mach doch mal einen Flug auf Ivar mit einem Notfall-Triebwerksausfall oder so. Ja, hatte ich mal vor, mal gucken, vielleicht werde ich es irgendwann mal machen, aber ja, jetzt erstmal gerade jetzt nicht so. Vielleicht irgendwann mal. Werde ich auch ein bisschen länger schon mal hier auf Ivar fliege, aber ja, mal schauen. Aber ich hatte ja mal letztens irgendwann mal, weil es ein bisschen länger her schon, da sind wir in Menorca gestartet, hatte ich das ja mal gemacht mit dem ein Triebwerksausfall bei V1. Ja, aber den 259 hat den Lift-Telling. Alter, das sieht gerade ja mal mega geil aus. Richtig gute Wahl hier mit dem Sonnenaufgang. Left 240 ist ein 10.000 Feet, aber bei dem Wetter halt gerade mit den Wolken hier. Genau, das Sonne entgegen. Richtig nice. Na, gerade kommt der Loot hier rein von Fabio. Vielen Dank für deinen Loot, Fabio. Und zwar schreibt er viel Spaß. Dankeschön. Das sieht einfach viel besser aus mit Active Sky Next als mit diesem Drecks-Ivaro-Wetter. Bitte in Zukunft weiter, so schreibt Pearson. Ja, mal gucken, vielleicht fliege ich echt in Zukunft jetzt öfters mit dem Ivaro-Wetter. Nicht mit dem
ich fliege jetzt wahrscheinlich dann doch mal in Zukunft öfters mit dem Active Sky Next Wetter hier auf Iwao als mit dem Iwao Wetter. Ich bin bisher auf Iwao ja immer mit dem. Ich bin ja bisher immer mit dem Iwao Wetter hier auf Iwao geflogen. Und einfach nur mit halt nicht nur Active Sky Next Performance zieht, aber ihr seht ja, es läuft eigentlich auch so richtig gut. Nur wenn ich vielleicht mal irgendwie zu Flughäfen fliege, die richtig viel, wirklich viel Performance brauchen, dann werde ich es mal so machen, dass ich dann das Iwao Wetter nehme. Aber sonst werde ich es wahrscheinlich so nehmen. Was schreibt die PSMO? Ich gebe es auf mit der hässlichen Brandenburg-Szenerie. Ich habe nicht mal ansatzweise Probleme mit irgendeiner Szenerie, aber zweimal abgeschmiert. Dann geht es eben nicht nach Zürich. Okay, schade. Das ist ärgerlich, wenn der FX dann immer abstürzt. Nein, du hast ja Prepare 3D. So. Können wir mal zusammen spielen? Bin fortgeschritten, schreibt Phoenix TV. Du kannst ja gerne hier auf Iwao mitfliegen, wenn du möchtest. Aber sonst so irgendwie so mit Zuschauern noch so privat spielen mache ich nicht. Dafür habe ich auch gar keine Zeit. Aber du kannst gerne auf Iwao hier mitfliegen, wenn ich hier fliege. Alter, mega geil, wie das gerade aussieht mit dem Sonnenaufgang. Nice. Da der orangene Himmel. Weil ich glaube, es ist durch standardmäßigem FSX wird das, glaube ich, auch nicht so aussehen. Das ist auch durch, wenn ihr mit Active Sky Next auch noch was macht, aber ich glaube, das ist eigentlich durch Real Environment X auch noch mit dem, wie das da aussieht, so vom Sonnenaufgang her. Und wofür ist eigentlich das Crossfeed da, fragt Tomatenoase. Das ist dieser Schalter hier und damit kannst du einfach vom linken Flügeltank und oder vom rechten, je nachdem, in die jeweiligen jeweiligen anderen Richtungen das Kerosin rüberpumpen. Also wenn du irgendwie eine ungleichmäßige Verteilung irgendwie hast durch einen Triebwerksausfall oder so, kannst du dann das Kerosin in die andere Richtung rüberpumpen. Delta Uniform schreibt, ich habe seit einiger Zeit GSX, allerdings habe ich noch Probleme mit dem Pushback. Irgendwie pusht der je nach Gate in Richtungen, die ich gar nicht möchte. Gibt es Möglichkeiten, die zu personalisieren? Also du kannst hier oben über Add-ons und dann GSX, wenn du auf dem Flughafen bist, da gibt es dann sowas wie Customize Airport Positions. Und dann stell dich einfach mal irgendwo auf dem Flughafen, dass All Positions ausgewählt ist da und dann kannst du da Pushback Direction, so ein Feld auswählen. In deinem Dropdown-Menü musst du Both auswählen und dann fragt er dich immer, in welche Richtung du gepusht werden willst. Genau. Wo sind die Kotztüten, Leon? Fragt hier Engelstein, der Pierre. Wieso? Wer braucht jetzt welche? Hier im Cockpit, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es im Cockpit auch welche gibt, aber hier in der Passagierkabine. An welches ist dein Lieblingsflugzeug? Fragt Nico. Ja, das ist eine Frage, die ich oft bekomme, aber die kann ich eigentlich nicht so eindeutig beantworten, weil ich jetzt nicht so ein Lieblingsflugzeug habe, weil ich finde halt echt viele cool. Airbus A320, Boeing 737, Boeing 777, A350, 787 und so, das ist viele coole. Was, der Sonnenaufgang ist doch sehr übertrieben, Line Gamer. Line Gamer 1 schreibt die Lukas, ne, finde ich nicht, also ist. Ich glaube, aus dem Cockpit, was ich auch schon so an Bildern gesehen habe, ist es schon realistisch, dass es so aussieht. Und sieht halt einfach echt mal mega geil aus dem Cockpit, so die Bilder mit Sonnenaufgang oder Untergang. Oh nein, schade. Prag Radar ist weg, aber Tower ist noch da. Bremen Radar, immer moin, Evelyn 5, Trinana Bravo, Level 380. Evelyn 5, Trinana Bravo, Bremen Radar. So, wir haben dort haben wir Arrival, Runway 30. Können wir mal gucken. ILS Trizero und der letzte Wegpunkt, der hieß Golob. Also es ist Golo Tri Romeo. Ich weiß nicht, welche Transition, aber das fügen wir einfach schon mal in die Route ein. Wobei, der will ja eine Transition haben. Na egal, wir gucken. Wo bleibt das Frühstück? Leon ist einfach verhungern hier hinten, ja. Wir fliegen jetzt 5 Uhr morgens hier. Haben wir jetzt gerade Ortszeit hier, wo wir fliegen. Können wir mal kurz gucken, was die geplante Ankunftszeit ist. Wir sind jetzt gerade östlich von Hamburg. Wir brauchen noch eine halbe Stunde, dann sind wir da. Das geht ja recht flott. Das ist ja auch nicht allzu weit. Wäre natürlich cool, wenn da vielleicht noch irgendwie ein Approach-Lotse online kommen würde, aber ich hoffe mal, dass der Tower-Lotse noch da bleibt. Gucken wir mal. So. Das beste Flugzeug ist von Condor, die Boeing 757-300 mit der Willi-Sonderlackierung, schreibt Michael Gebhardt. Ja, die sieht schon, finde ich auch mega cool aus, ist diese Wir-lieben-Fliegen-Livery.
Bremen Center, schönen guten Tag. Lufthansa Cargo, Lufthansa Cargo ist jetzt auch hier. Genau, ich habe vorhin, glaube ich, mal German Cargo gesagt, aber German Cargo ist ja von Aerologic das Call sein. Hier ist Lufthansa Cargo, GEC. Fliegt mit einer 777-200 Freighter. Lufthansa Cargo 542 Heavy, hallo, identified. Climb Flight of 3 warm zero. Ah, der Tower Leipzig geht off. Ich glaube, ciao, Line Gamer, guten Flug, viel Spaß beim Stream noch, Dankeschön. Mit was streamst du, fragt ihr Pilot Flight Simulator. Ich stream mit OBS, OBS Studio. Wann kommt Folge 54 mit Nordrhein TV Play? Ich weiß gar nicht, ist 53 die neueste, die wir hochgeladen haben oder die ich hochgeladen habe? Wobei, die wir beide hochgeladen haben. Also wir haben aktuell keine neuen Folgen mehr, die wir aufgenommen haben, die wir hochladen könnten. Für das, Genau, wir haben keine Lotsen, keine neuen Folgen, die wir hochladen können, aber wir nehmen bald wieder auf, wenn wir Zeit haben, hoffentlich jetzt irgendwie nächsten Tage. Und dann gibt es dann auch wieder neue Folgen. Ah, schon krass hier an dem Online-Day. Wie viele Lotsen hier echt da sind, ist schon gut. Wir sehen uns in Prag, schreibt Lufthansa Cargo 542. Genau. Left heading 340, left in sky 001. Das geht relativ gerade dahin jetzt. Das sind die Aiden einfach ran. Genau, das ist auch Airborne und die Eurowings ist auch Airborne. Sehr cool, dass ihr beiden mitfliegt. Jam Cargo, wann waren Sie rum? Proceed direkt Osnabrück. Osnabrück, Jam Cargo, wann waren Sie rum? Aber da ist noch eine, wo sind die? Air Berlin 168. Ach, die ist vor uns. Guck mal, vor uns die Air Berlin 168. Die vor uns rausgegangen ist, fliegt auch noch nach, die fliegt auch nach Prag, die Air Berlin 168. Thank you. Kannst du gleich alle restlichen Loots vorlesen? Ich kann jetzt mal durchgucken, was noch hier so da ist. Hier hast du deinen Loot, genau, von Aviations. Was sind deine? Wo ist denn deine? Good evening, where the contact? Genau. Jim Cargo 110, Climb Flight over 380. Genau, hast du gefragt, ich bin ja genau am Samstag in Köln, von dort fliege ich ja in Urlaub. Und genau, aber ich mache da nicht irgendwie ein Treffen, also man kann mich da nicht irgendwie treffen am Flughafen Köln. Genau, weil es ja die Frage hier von Jan Nehmann war. Seven Sky 001, die sind 2500 feet. CLS approach on 27. So, ja, vorhin wurde der Loot angezeigt hier von Zain. Erstmal geschrieben, erstmal Dank für den Loot und geschrieben. Guten Flug, kannst du Frankfurt-Boston fliegen und geht FSX bei Windows 10? Also ich habe Windows 7, aber ich weiß nicht, ich könnte ja meinen Chat reinschreiben, was funktioniert. Aber ich glaube, es funktioniert schon. Bei Windows 10. Aber ich weiß auch nicht ganz genau. Und, ja, aber was? Die Strecke nach Boston? Bremen Center, Eurowings 205, schönen Frankfurt Tag. Boston, nee, das werde ich nicht hier online fliegen, das wird dann doch zu lang. Also Langstreckenflüge werde ich hier nicht fliegen. Flight Level 2 for 0. Eurowings 205, hello, identified. Camp Flight Level 3, 1-0. Flight Level 3, 1-0, Eurowings 205. Alter, wie krass das gerade aussieht, wieso haben wir hier keine Wolken mehr? Das ist echt gerade so, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil es waren überall noch so heute so Wolken überall angezeigt, dass jetzt hier gerade über Deutschland echt keine Wolken sind. Aber mega geiles Wetter sonst hier. So. Ich hoffe wenigstens mal, dass der Tower-Lotsen noch online bleibt. Ich dachte eigentlich, dass wir in Prag Approach-Lotsen hätten. Weil das war da irgendwie so angezeigt, beziehungsweise gescheduled. Also hatten da welche sich eingetragen. Aber hat sich dann doch irgendwie anders überlegt. So, die FSX Steam Edition fragt hier P41 einen Kill. Nein, habe ich nicht. Ich habe die Standardversion. Langen, schönen guten Abend. Contrail 105, Flight Level 380. Contra Bomb 01, 5 Heavy, Bremen Radar, hallo, identified. Kannst du dich zeigen, fragt Tobias Gläser? Nee, hab ich nicht vor, werde ich nicht machen.
Business Sky 001, say again. So krass, die Grafik bei dir, mein FSX wäre schon dreimal weg gewesen, wahrscheinlich abgestürzt, meinst du mit? Gut, aber ich habe ja auch einen recht guten PC, wobei der FSX aber auch nicht so viel, leider nicht die Performance von meinem PC leider nicht komplett ausnutzen kann. Ah, genau, was Pius mir gerade schreibt, das wird wahrscheinlich so sein. Leon, ich glaube, du hast noch die Ivaro Wetter Engine aktiviert, so sah es zumindest auf Gegner Schönefeld kurz aus, wenn ActiveScan Next. Wenn ActiveScan Next, dann musst du auch das Wetter im Ivaro deaktivieren, nur Theorie, dann... Ja, ich habe das echt noch nicht... Wenn man das extra noch deaktivieren muss, habe ich es nicht gemacht, weil ich habe nur ActiveScan Next nebenbei laufen. Dann muss ich echt noch die Wetter-Engine deaktivieren, aber wo mache ich denn das? Lufthansa, wenn du mir das sagen kannst, dann mache ich das gerne, aber... Erprobt. Genau. Wie viel Geld hast du für die ganzen Addons auszugeben, fragt ETS 2 LS17 Dashcam-Videos. Also, ich habe ja jetzt nicht alle Addons selber, manche wurden mir auch von den Publishern oder Entwicklern zur Verfügung gestellt, aber auch nur recht wenige, sage ich mal, also weniger als die Hälfte. Und irgendjemand, der vorhin Act Melone, vielleicht erinnere ich mich noch an Jonas, der hat mir das mal ausgerechnet, ich weiß aber selber jetzt gerade den Betrag nicht mehr. Aber es war schon echt ein großer Betrag, hätte ich auch nicht erwartet, dass es so viel ist. Wie viel die alle zusammen kosten. Zeig mal die Maschine von außen, bin gerade erst angekommen. Hi, cool, dass du da bist. Raphael, genau, wir fliegen mit der TUI Fly, TUI Blue Livery 737. Erste Mal, dass ich mit dir unterwegs bin. Ah, das kann ich, genau, Piosim schreibt, ja, da kommt es zu Konflikten zwischen beiden Weather Engines. Das kannst du in den EVAP-Einstellungen machen, jedoch nur, wenn der Sim nicht läuft. Okay, gut, dann mache ich das später mal. Danke für die Info. So, da kommt der Loot von Wheatley 2016 rein. Loot, schreibt er. Ja, danke für deinen Loot. Mega cool. Deswegen ändert sich das Wetter immer noch so. Dann kann ich eigentlich auch ActiveScan Next ja beenden. Oder? Piosim, schreibt es mir bitte rein, ob ich das beenden kann. Lufthansa 1002. Wie viel Uhr fliegst du überhaupt, beziehungsweise wie lautet deine Flugnummer, um dich auf Flight Radar 24 zu tracken? Tracken, fragt Aviation Photos 04. Also Jan. Ich weiß nicht, also jedenfalls irgendwann abends. Und dann kannst du ja eigentlich auf Flight Radar 24 nachgucken. Ich werde es wahrscheinlich auch nochmal auf Twitter irgendwie posten oder Instagram oder so, wenn ich fliege. Also noch nochmal einen Link, dass ihr dann gerne tracken könnt, meinen Flug, wo ich mitfliege. Kontrollen 015, Flugfest decent. Wie lange dauert es noch, bis du landest? Wann landest du? Gucken wir gerade mal auf Ivaro nach. Die sagen 20 Minuten, dann sind wir da. Oh nein, das fragt auch kein Lotsen mehr da. Das ist nicht so ernst jetzt. Schade. Das erste Mal, wo ich nach Ivaro irgendwo hinfliege, wo, glaube ich, am Ziel kein Lotse da ist. Na gut, aber egal, ist jetzt halt so. Aber wir haben jetzt hier am Anfang wenigstens komplett Lotsen. Schade, schade, schade. Da, ich dachte noch, Prag, da fliegen wir hin, weil da haben sich welche eingetragen und so, dann fliegen wir da mal hin. Wäre ganz cool, würde ich gerne mal wieder hinfliegen. Aber jetzt genau. Was hier 6-5 steht, was hier direkt noch cool. Also ich würde es trotzdem dennoch aktiv lassen, sieht trotzdem das besser aus, auch wenn manchmal zu Problemen kommt. Entscheide dich einfach für den nächsten Stream, was du dann verwendest. Meinst du mit dem Wetter oder wie? Ja, ich muss mal gucken, was ich mache. Also eigentlich läuft es, also wobei ich habe jetzt ActiveScan Next im Hintergrund zwar laufen, aber es macht das Wetter jetzt trotzdem irgendwie nicht, ne? Mal gucken. So, ich muss mal kurz mal die Charts raussuchen für LKPR. Ja, es ist halt manchmal schon ein bisschen schade, wenn man dann wohin fliegt und dachte, ja, da werden jetzt irgendwelche Lotsen sein, weil die sich so eingetragen haben, dann aber doch nicht da sind, aber gut. Ist ja immer noch denen überlassen, ob die das dann machen oder nicht. Ich ran wäre, also wir landen auf der Tri-Zero. Über Golo Tri Romeo. Na, einfach mal Reive, Prag. Kontrolle
Contrail 015, request heading 020 to avoid thunderstorm. Contrail 015, Flying 020. Flying 020, wobei, ich muss nicht unbedingt langsamer fliegen, ich werde nicht am Ende zu nahe kommen, aber wie du willst. Scan mal, ich nehme einfach mal hier A weg. Keine Ahnung, mal gucken, wie das aussieht. So. Checkpoint 295, time reservation is not allowed on IFAO network. Stop your simulator now. Ah, das sieht ganz gut aus dem Anflug her. Ja, da einer mit höherer Simulationsrate geflogen, deswegen hat er gesagt, dass man nicht darf. So, wohl die Charts für Prag, ich habe einfach mal Prag-Charts eingeben, aber das hat mir jetzt gerade auch nicht viel gebracht, die ich jetzt hier gefunden habe. Kirovings 295, did you copy? Pause your simulator, now. So. Kirovings 295, lost radar contact. Evelyn 168, contact München radar on 131, Desmos 055, goodbye. Na, kam gerade hier Loot von Jan Nehmann rein, habe ich ja eben schon beantwortet, die Frage. So. Ja, wir haben leider in der ganzen Tschechei keine Loots mehr, bis zum Schein. Evelyn 168, contact München radar on 131, Desmos 055, goodbye. So, Aberlin 168 ist jetzt also er mitfliegt. 131.055. Ah, schade, dass in Prag jetzt keine Lotsen mehr sind. Naja, hätten wir ein bisschen warten sollen. Aber guck mal, jetzt hier, die Sonne ist echt schon ordentlich aufgegangen. Wir sind absolute Fallprofis hier unterwegs. Oh, das war der erste mit Time Innovation heute Abend. War ziemlich gut. Time Acceleration, ja. Erhöhte Simulationsrate halt irgendwie. Herr Bremer Radar, einen wunderschönen guten Abend. FedEx 56 Alpha Heavy, Flight Level 340 inbound so. Tuvac. FedEx 56 Alpha Heavy, hallo, Radar Contact. Ist da zufällig eine Autobahn am Airport, wo jetzt da in Prag oder wo? Ja, da ist eine Autobahn auch am Airport. Hm, das meinst? Zumindest, ja, hier Google Maps in der Nähe halt. Ja, da doch eigentlich auch am Airport direkt. So, genau, es geht dann auch gleich München Radar kurz rüber und dann geht's auf Unicorn und dann werden wir den Anflug einfach fortsetzen. Fliegen wir einfach die Star ab. Und dann passt das. Contrail 015 has passed the thunderstorm. Contrail 015, resume route to Neugo. Resume to Neugo, Contrail 015. Welchen Flug fandest du besser? Also eigentlich finde ich beide echt ganz cool. Tütet vor Golf Yankee. Ja. Contact München Radar und 131 Decimal 055. Goodbye. München Radar und 131 Decimal 055. Tweetjet vor Golf Yankee. Danke, ciao, schönen Abend noch. München Radar, Servus, Tweetjet vor Golf Yankee, Flight Level 330. Tweetjet vor Golf Yankee, München Radar, identified. Berlin 250, Descent at Level 210. So. Ja, welchen Flug fand ich besser? Ich finde eigentlich beide ganz gut, es ist halt nur schade Flight jetzt Level. Hier, dass am Ziel in Prag halt kein Lotsen sind, von daher wäre vielleicht dann doch der andere Flug auch nochmal cooler, weil wir halt dann fast komplett Lotsen hatten, wir hatten ja am Start auch gut Lotsen und so. Aber eigentlich sind beide Flüge, finde ich, echt cool. Warum machst du nicht FS3 prüfen, fragt er hier noch. Ja, keine Ahnung, ich habe es noch nicht wirklich, das, ich weiß nicht, was es mir bringt, deswegen habe ich schon nicht wirklich so einen Sinn dahin jetzt gesehen, das zu machen. Mal gucken, vielleicht wenn ich irgendwie Zeit habe und ich weiß, was ich machen soll, mache ich das vielleicht mal. Was, ich weiß nicht, was das ist, ob es einfach nur eine Theorieprüfung ist oder so, ihr könnt es ja mal reinschreiben, wenn ihr wisst, was man da machen muss. Aber ich glaube, es ist halt nicht viel. Wann landest du? Keine Ahnung, Viertelstunde oder so, denke ich mal. Ja, Viertelstunde eigentlich ganz genau jetzt noch. Cabin 250, descent at 2000 feet per minute. Descent. So,
So, neuer Loot kommt rein, zwar von Ich bin eine Boeing. Auch sehr lustiger Name. Und zwar hat er geschrieben, vielen Dank für dein Loot. Ich werde den anderen, die auf Iwao fliegen, vom Tikas angezeigt. Und warum machst du das Wetterradar nicht an? Nur die vier Hessische Unicorn dabei. Also ja, andere werden, die hier fliegen, werden auf dem Tikas angezeigt. Und das Wetterradar, ja, weiß ich eigentlich nicht wirklich brauche. Also man kann schon, das ist schon wieder, wie das Wetter sich ändert. Ich muss, vielleicht fliege ich doch eher mit Active Sky Next, weil das jetzt doch eher umwelt ist, hier keine Wolken mehr hier sind. Genau, und ja, das Wetterradar, genau, ich benutze es eigentlich sonst nie, deswegen mache ich es hier auch nie so an. Genau. Der FS3 ist nur Theorie, okay. Ja, vielleicht mache ich es einfach mal. Geht wahrscheinlich schnell durchklicken, ein paar Fragen beantworten, IWAO und allgemein wahrscheinlich. Wird nichts groß Schweres sein, denke ich mal. Ja, wie 168 ist einfach Level 190. Machst du am Samstagabend einen Stream? Würde gerne mal mit dir fliegen. Nee, da kann ich leider nicht, weil ich da, genau, ab dann Urlaub fliege, von daher kann ich ja keinen Stream machen. Nächsten Samstag ist ja dann, ich fliege ja nächsten Samstag jetzt nach Mallorca und genau zur gleichen Zeit findet hier auf Iwao auch so ein Event statt, mit Balearen halt, dass man da runterfliegt, weil dann da ordentlich Lotsen sind. Ich glaube, das hat, ich muss kurz nachgucken, wie es heißt. Da wäre ich sonst mitgeflogen, weil ich möchte unbedingt hier auf Iwao irgendwann auch mal nach Mallorca fliegen. Und zwar findet da das Event statt. Genau, das ist komischerweise im Eventkalender ist es nicht drin. Ihr müsst auf iwao.de gucken. Da ist es drin. Und zwar das Event Destination Balearic Islands. Das, genau, das findet irgendwann mittags statt. Und wo man halt dann, genau, hier, also das ist zusammen mit der britischen, der deutschen und der niederländischen und der spanischen Division. Spanische Division macht halt dann da unten Menorca, Ibiza, Palma die Lotsenabdeckung da. Und dann, genau, fliegen die von der deutschen Division starten in Stuttgart. Keine Ahnung, wo die anderen starten. Niederlande wahrscheinlich in Amsterdam, gehe ich mal von aus. Und wo die in der UK starten, weiß ich jetzt nicht. Und ja, wie es mir in den nächsten Tagen aussieht von Streams her, weiß ich noch nicht. Bisher habe ich da keine geplant. Das sieht eher zeitlich nicht so danach aus. Hamburg Air 011, deswegen, wahrscheinlich wird es jetzt die nächsten Tage aber keine Streams mehr geben. Level muss ich mal gucken. 2800. Eher dann spontan, aber genau, ich werde es auf Twitter bekannt geben oder. Genau, ihr seht es ja dann, wenn auf YouTube hier gerade ein Stream dann von mir läuft. TweetChat 4 Golf Yankee, Descent at Level 190. Down to Flight Level 190, TweetChat 4 Golf Yankee. So, was wir machen ist. Berlin 250, Neutral Tier, has a Jimmy Com, goodbye. This is Berlin Radar, 1-4-0-1-7-5, Berlin 250. Warschau haben wir noch die ganzen Lotsen. Wieso denn in Prag denn ist nicht mehr da, Mensch? Na egal. Guter Online-Day jetzt ist auch langsam am Ende. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil halt da welche sich eingetragen haben, dass sie da lotsen wollen. Und jetzt da keiner da ist. Aber naja, egal, kommt ja auch so vor. Was, auf Watzim gibt es auch noch Fra Real Ops. Oh, da muss ja ordentlich was los sein in Frankfurt dann. Iwao. Auf Watzim. Einige Events diesen Samstag. So, genau, wir machen den Descent schon mal. Mal gucken. Descent. Das heißt, eigentlich geht es gleich danach, wenn wir auf Unicom sind, so weiter, wie wenn wir halt ohne Iwao fliegen würden. So, aber wir fliegen trotzdem natürlich noch online weiter. Das wir fliegen mit anderen zusammen. Noch zwei sind jetzt dabei. Eine vor uns, eine hinter uns. Hier ist Wetter, ey, hier kommt schon wieder einer. Moin Leon, kannst du mal online, offline mit einer MD-11 Freighter von Lufthansa Cargo fliegen? Ja, müsste ich eigentlich auch mal, ich gerne unbedingt mal machen, mal mit einer MD-11 hier fliegen. Mit einer MD-11 hier fliegen. Da gibt's ja auch ein paar Fliegen, paar Flüge, die wir da so fliegen könnten. Lufthansa Cargo 5 to Heavy Mission 11. Genau, eine MD-11. Zum Beispiel letztens, die ist ja auch in Cargo, da kann man ja eigentlich richtig variieren. Da gibt es ja keinen festen Flugplan oder so. Ich habe letztens zum Beispiel auch mal Stuttgart-Frankfurt eine gesehen auf Flight Radar 24. So, genau. Berlin 168, nur Switch to Unicom, goodbye. Ja,
So, ein ILS-Frequenz. Hamburg Air 011, United 4, Hatch Unicom, tschüss, servus. Fit Unicom 011, danke, ciao. Da oben ist auch einer lang geflogen. A321, gucken wir uns das für eine ist. Germania nach Bremen. Aus Rodos, komm mal, der ist auch schon lange unterwegs hier. 3 Stunden Flugzeit, Alter, der ist schon ewig jetzt hier unterwegs. Welche Runway hast du genommen? War der Airplane 168? Ich habe die Tri-Zero genommen. 30, Runway Tri-Zero. So. Hast du nicht mal Lust, einen Segelflugschein zu machen, Fred Moritz Koch? Na, Segelflugschein habe ich nicht vor zu machen, möchte ich eigentlich nicht so. Genau, Segelfliegen habe ich jetzt nicht so Interesse dran. Ich möchte dann später, wenn ich mit meiner Lotsenausbildung fertig bin, eine PPL machen, weil fliegen möchte ich auf jeden Fall noch. Und, genau, fliegen möchte ich auf jeden Fall noch und da ich halt gerne PPL machen, halt dann nur so Cessna und sowas fliegen, dass ich einfach mal so in Freizeit noch ein bisschen so rumfliegen kann. Also, ja. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Jöi, der Wind hier auch gerade schon wieder. So. So, noch 10 Minuten, dann sind wir da. Verwendest du FSX über Steam oder hast du es im Internet gekauft? Ich habe mir die Box-Version vor langer Zeit mal im Internet gekauft, also schon lange her. So. Ja, genau, Autobreak ist auf 2. ILS-Frequenz wollte ich nachgucken. Nur meine Charts nochmal raussuchen. Ich finde ich jetzt nochmal bessere auch. Hier von der EVAO, tschechischen Division, da wird aber wahrscheinlich was Gutes dabei sein. Hey Leon, kannst du ein Tutorial über das Installieren von 737-Addons oder Flugzeugen-Addons allgemein machen? Fragt German Let's Play jetzt also 2017. Nee, sorry, da werde ich keins machen, weil es eigentlich relativ simpel ist. So wie du jedes andere Programm installierst, so installierst du auch hier Addons und so. Also ganz einfach eigentlich. So, jetzt gucken wir mal. PDF hat geladen mit den Charts. Tobias Gläser fragt, kannst du mal mit Germania oder Fly Egypt fliegen? Das wäre auch mal eine gute Idee, weil ich mit denen bin ich jetzt zum Beispiel auch noch nie geflogen. Germania wäre zum Beispiel was, was ich auch mal gern fliegen würde. Germania 6409er. Was ist das für ein Unicorn? Servus. Bremen Raiders ist auch weg. Gut, der Online, der nähert sich langsam dem Ende. So. Lufthansa Cargo 542 Request Descent. Lufthansa Cargo 542 Descent for Level 190. So, ich Descent mach one, ILS. Descent Flight Level 190 Lufthansa Cargo 542. Oh, gerade kommt hier der Loot von Volker rein. Vielen Dank für den Loot, Volker. Und so schreibt er, deine Streams sind klasse und man lernt einiges. Sehr schön, das freut mich. Dankeschön. So. Muss ich aber mal weiter hier gucken. ILS-Frequenz. Gibt's noch nicht, muss man irgendwo jetzt sein. So viel Charts, alles mögliche, Apron und so weiter. Da. 06, 12, 24, 24. Da ILS 30 haben wir es doch. 109er, Decimal 5. Genau, wir landen ja Richtung Norden dann. Der Runway bin ich auch noch nie gelandet da in. Oh Mann, was mache ich denn? Ich depp, das ist doch hier drin bei dem Flieger. Guck doch mal hier. Die ganze Zeit steht sie. Ich gucke die ganze Zeit. Wo ist das jetzt in den Charts? Und hier im Bordcomputer steht alles drin. Stimmt, das war ja bei der hier so. Ich habe mich nur daran erinnert und muss es hier selber eintragen, aber was hier noch steht, vergessen. Unicom, Twitchat vor Golf Yankee. Danke, ciao. Schönen Abend noch. 109er, das ist mal 5. Hier, NAV. Die ganze Zeit nachgeguckt. So. Wunderbares Wetter hier eigentlich. So, wir sinken jetzt mal runter auf 5000. Warte mal, wo soll man hier den ILS soll man intercepten? Auf 4000. Dann gehen wir runter auf Altitude 4000 Feet. 4000 Feet. Vielleicht kommt ja gleich noch ein Lotse online, aber ist ja unwahrscheinlich jetzt da. Prag ist ja, glaube ich, eh immer weniger was los. Ja.
Leon, guckst du Fußball oder Formel 1 Freitrendys? Eigentlich beides nicht. Formel 1 eigentlich gar nicht und Fußball nur dann, wenn irgendwie EM, oder also Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist, sonst gucke ich das nicht. So. Kannst du mal eine Roomtour machen oder eine Vorstellung von deinen Addons, was du am besten findest, fragt German Let's Player 2017. Also Roomtour werde ich auf jeden Fall nicht machen, aber ja, so Vorstellung von Addons, ich weiß nicht, muss ich mal gucken. Aber hätte ich jetzt auch eher nicht so wirklich vor, aber ich schreibe es mir mal auf, aber ich glaube nicht, dass ich sowas mal machen werde. Hast du einen Privatjet von FSX, fragt Olli Reit. Nur die halt standardmäßig drin sind, ich habe aber da kein Addon irgendwie. Privatjet-Addon. So, wir gucken uns mal kurz den Anflug an. Fliegen hier dann parallel. Ah, gut. Passt ja. Kommt nochmal Bausimulator, fragt Daniel Weidemann. Also, ich habe ja letztens jetzt gesehen, dass da gab es mal ein Bild von Weltenbauer, was gepostet wurde von dem neuen Addon, was ja bald rauskommen soll. Hier Lufthansa Cargo 542. Laut dem Chart beginnt das ILS auf 4000 Feet. Also, ich descende auf 4000 Feet fürs ILS. Und, was habe ich noch gesagt? Was war noch die Frage? Genau, Bausimulator war es. Genau, das haben die Bilder von dem neuen Addon gepostet. Also ich hoffe mal, das dauert nicht mehr allzu lang mit dem nächsten Addon, diesem Bagger-Addon, das dann rauskommt. Und dann möchte ich davon auf jeden Fall dann wieder Videos machen, wenn es draußen ist. Sofern ich dann Zeit habe zu der Zeit, aber das habe ich wieder vor. So, vom Bambus Belag Bru kommt gerade hier ein Loot rein. Vielen Dank für deinen Loot. Und zwar schreibt er, hey, wollte fragen, ob man bei dem FSX extra Tools braucht. Also du kannst in FSX auch standardmäßig fliegen, aber dann sieht es halt nicht so aus hier wie bei mir. Also ich verwende halt viele Addons. Das habe ich immer unten in der Videobeschreibung, der Streambeschreibung angegeben. Und kann man ohne fliegen, aber ich, seitdem ich jetzt hier mit Addons fliege, würde ich FSX nie mehr ohne Addons spielen, weil es macht einfach so einen mega Unterschied und ich bin richtig froh immer noch darüber, dass ich hier auf Addons umgestiegen bin, beziehungsweise damit angefangen habe, hier mit Addons zu fliegen und ich kann es jedem nur empfehlen. Von daher, genau. Braucht man nicht, aber lohnt sich auf jeden Fall. Und was hattest du als Leistungskurse in der Schule? Ich hatte Chemie und Mathe als Leistungskurse. Ist mein Loot schon da? Fragt Philippe. Ich habe jetzt keinen hier gesehen mit deinem Namen, deswegen. Außer du hast dich anders genannt. Aber mit deinem Namen sehe ich hier keinen Loot. Aber danke an Bambus Belag Beruf für deinen Loot. So, ja, wo ist denn die Lufthansa Cargo? Ach, die ist direkt hinten dran, ja. Gute Landung dann gleich, genau, ja, die auch gute Landung, Air Berlin 168, du bist ja schon gleich da. Da kommt noch ein Travel Service. Die landet jetzt ganz woanders. Aber die sollte, wenn die jetzt gleich landet, dann soll die ruhig landen. Da kommt noch ein Travel Service. Alter, da kommen die von allen Seiten jetzt nach Prag. Wir brauchen Lotsen da. Alle nach Prag. Kein Lotsen da. So, das München Radar ist jetzt auch weg. Ja, Deutschland ist jetzt noch recht wenig bedeckt. Krass, Polen ist auch noch echt gut. Was los jetzt? Aber allgemein da unten im Süden auch so. Alles so voll, das ganze Web-Eye mit allen möglichen Punkten und Markierungen und so, voll krass. So, genau, wir sind noch top im Descent, so wie wir sein sollen. Alles passt. Sehr schön. Was ist dein wichtigstes Addon in Klammern Landschaft? Also ich meine, wenn ich das jetzt so verstehen soll, als du allgemein Landschaft meinst. Also für so Bodentexturen kann ich euch ja eigentlich echt FTX Global schon sehr empfehlen. Ich würde es gerne verwenden, aber ich darf es halt nicht verwenden bei meinen monetarisierten Videos. Da dürfte ich schon, aber da müsste ich mir das halt für 1000 Euro kaufen, diese Commercial Version. Das habe ich halt nicht vor, will ich nicht machen. Ich glaube, das ist schon verständlich. Und ja,
Genau, deswegen nutze ich halt ein anderes Bodenszenerie. Und ja. Sonst für Landschaft, ich finde halt so Wolken- und Himmeltexturen finde ich halt auch echt richtig, richtig gut. Bambusbelag erinnert mich an Internetleitungen, schreibt der Pius. Mir habe ich auch schon öfters mal gehört. Das hat mir, glaube ich, Pierre das immer mal gesagt, dass er eine Bambusleitung oder so hat. Das kenne ich das. Na, Rennismus off. Sehr schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ciao. Wo nimmst du deine Liveries her? Nur von der Aerosoft PMDG-Seite? Ja, eigentlich nur selten. Also Aerosoft, die Liveries meistens schon. Wobei, die habe ich auch von simtexter.de oder sowas. Oder von AVSIM habe ich, oder AFSIM oder wie man es aussprechen will. Da habe ich halt auch viele Liveries davon her. Ja, genau. Warte, 1000 Euro? What the fuck, fragt es. Ja, also FTX Global an sich kostet, glaube ich, irgendwie zwischen 50 und 100 Euro irgendwas. Aber weil ich halt die Commercial Version kaufen müsste, damit ich das in meinen Videos nutzen kann, wenn ich die monetarisiere, kostet die dann halt so viel. Deswegen nehme ich das nicht, genau. Ah, da unten ist Prag. Wir sind jetzt genau im Gegenanflug und landen dann später. What the fuck, warte mal. Genau, ne, drehen gleich links ab und dann landen wir da auf der Bahn. Machen Autobrakes eigentlich mal auf One, weil wir müssen erst hier hinten abrollen. Ja. Ja, genau, Air Berlin 168. Wir rollen dann irgendwie gemeinsam irgendwo hin, machen wir so. Dennis Korolevich schreibt hier, what, alle benutzen OBX in den Videos oder haben sie etwa keine Monetarisierung? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die das machen. Entweder ihre Videos nicht monetarisiert oder die haben sich das gekauft. Keine Ahnung, oder die machen das halt trotzdem. Ich weiß es nicht, wie sie es, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß, für 1000 Euro bekommt man richtig viele Add-ons, aber das ist ja, deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden, das zu machen. Ich habe es ja mal gefragt, aber das geht leider nicht. Genau, ich würde es halt echt gerne verwenden, FTX, aber ich will halt meine Videos auch monetarisieren, deswegen, genau, mache ich das nicht. So. Okay, das wird jetzt lustig mit den anderen, die da kommen. Ich hoffe mal, es gibt keine Probleme. Ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. Bist du schon im Descent? Ja, ich bin schon im Descent, Niklas Wendel. Passen jetzt die 12.000 Flight Level 120 und reduzieren auf 220 Knoten. Ich weiß nicht, ob es 1000 Euro sind, aber auf jeden Fall, nein, es ist nicht 1000 Euro, aber irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro, glaube ich, irgendwie sowas in dem Dreh müsste ich dann zahlen. So, da unten fliegt das, müsste die Air Berlin sein da. Oder? Nee, Learjet. Ah, da ist es. Ah, genau, das ist der, mit dem wir vorhin auch schon mal geschrieben haben, der gefragt hat, er wird immer als Learjet angezeigt. Genau, das ist ja, dann ist er am, jetzt ohne Lotsen sogar ganz gut passend. Dann ist die Travel Service im Hinten, im Anflug und dann ist hier noch irgendwo eine in der Gegend. Hier, über die sehe ich nicht mehr. Nee, das ist doch nicht. Dann sind wir die Nächsten. Nee, vor uns ist irgendwo noch eine Travel Service. Sehen wir aber nicht. Und dann sind wir, Alter, guck mal, das ist so krass, wie viele gerade hier auf einmal, wie viele jetzt auf einmal hier in Prag ankommen. Voll krass. Ah, ich habe gerade überlegt, ob wir abkürzen, aber die machen wir jetzt nicht, weil es ist alles so geplant von der Länge hier zu berechnen. Deswegen bleiben wir mal drauf. Und ich meine, wir haben eh keine Lotsen hier, von daher. Bleiben wir schön auf der Strecke. So, jetzt geht es gleich mitten durch die Wolke. Sehen wir den Flughafen gar nicht mehr. Lotst du auch auf Ivao? Fragt Alexander21. Noch nicht, habe ich aber vor, bald mal irgendwann zu machen. Anzufangen. So, und schwumm, ab in die Wolke. Die Travel Service 224 schreibt hier ILS.
Genau, das ist die andere. Und die 434 dreht hoffentlich jetzt bald mal ein. Dann fliegst du hier mit Airbus oder BMDG. Also eher halt Airbus oder Boeing wahrscheinlich dann. Weder noch dem einen jetzt mehr. Ich finde euch beide cool. 437 Cockpit hier richtig gut und locker zu bedienen und sowas. Ganz entspannt. Letzter Taxiway. Jupp. Kaufen wir jetzt die 737 NGX vom PMDG. Ja, kann ich nur empfehlen. Mega cooles Add-on. Muss man zwar sich ein bisschen einarbeiten, aber wenn man hier gut mit, wenn man hier mit umgehen kann, weiß, wie man es bedient, dann macht es mega viel Spaß. So, die andere vor uns dreht auch ein. Oh je, jetzt regnet es hier, da unten ist er. Die andere Travel Service. Und wir drehen auch bald ein. Wunderbar, noch ein Descent. ALS haben wir eingeändert, nee, Kurs haben wir noch nicht drin. 303. Drehen uns beim Kollegen hier drüben auch mal ein. Na, Flaps mal One. Und machen wir mal das hier. So, jetzt steht da irgendwie Vector drin. Ich hoffe mal, der wird da weiterfliegen, weil wir geben einfach mal PR 905. Genau. Ah, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal. Drehen jetzt schon mal ein. So. Sinkt da nochmal ein bisschen schneller. Wird es ein bisschen ab. Na, Flaps 2. Mir gefallen die Airbus-Cockpits besser. Finde bei Boeing alles so zusammengesetzt und fertig, schreibt Clemens Vlogt. Also was ich am Airbus-Cockpit halt so finde, ist, dass es irgendwie ein bisschen aufgeräumter für mich wirkt und es halt geräumiger. Ich war in echt ja schon im Airbus A320 und 737-Cockpit und ihr seht halt auch hier im FSX, hier ist einfach richtig eng halt, voll wenig Platz. Das habe ich halt auch gemerkt, als ich da in echt drin war. Und im Airbus A320 Cockpit hast du hier hinten halt echt nochmal richtig gut Platz, auch für den, der Jumpseat fliegt und so, vom Jumpseat mitfliegt, und das ist halt 737, ist das Cockpit viel enger. Und ich finde halt im Airbus das Cockpit halt übersichtlicher, weil halt nicht so viele Schalter hier sind, sondern, also nicht so, die hier so rausragen aus dem Overhead, sondern beim Airbus ist es mehr so glatt, wo man so reindrückt. Deswegen finde ich das irgendwie übersichtlicher als hier bei der Boeing. Aber trotzdem auch, ich finde trotzdem beide Cockpits hier gut. Also halt hier vom FSX halt auch cool zum Fliegen und so. Wird hier bei der PMDG auch recht gut umgesetzt. So, drehen wir ein. Immer noch kein Lots hier. Also wir bleiben auf Unicom. Es wird auch keiner mehr kommen jetzt. So, machen wir mal den APP an. Ah, Localizer hat er nämlich schon. Passt. Nice. Sonne kommt jetzt von hinten. Sieht aber auch ganz cool aus mit den Spiegeleffekten hier. Kannst du am 20.06. in Hamburg fliegen? In oder out? In oder out fliegen? Da habe ich Training. Nee, sorry, da werde ich. Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Viel Gaming XP schreibt, die haben mir letzte Woche die PMDG 737 gekauft. Musste mich auch erst an das Cockpit gewöhnen, aber mittlerweile finde ich das voll cool, ja. Also ich muss halt ein bisschen einarbeiten, das Flugzeug hier, und dann geht das. Und es geht einer noch raus auf der Trisero in Prag. Alter, ist ja ordentlich was los. Aber ich finde hier ist das 737-Cockpit ist bei der PMDG hier auch besser umgesetzt als bei der iFly. Also ich bin sehr zufrieden damit, dass ich hier umgestiegen bin. So, wir halten mal den Vertical Speed. Dass wir jetzt mal ein Speed managed haben. Das ist nochmal Landegeschwindigkeit 145. So. Aber komisch, da in Brünn, keine Ahnung wie das. Brünn. Da sind jetzt noch Lotsen, aber hier in Prag nicht. So, Gleitslope-Anzeige ist auch hier. Können eigentlich. Wisst ihr was? Wir sinken mal viel langsamer. Dann kommen wir eh gleich auf den Gleit. So,
So, Easy 201 ist airborne, der rausgegangen ist. Dann ist die Travel Service da im Approach. Wir sind hinten dran. Lufthansa Cargo ist auch noch unterwegs. Oh ne, wo ist die Lufthansa Cargo hin? Ist nicht mehr auf dem Web-Eye zu sehen. Hätte die Lufthansa Cargo fliegt? Ist dein PC abgestürzt oder was? Dann ist nur die Air Berlin noch mit dabei. Hast du einen A330 oder beziehungsweise welchen A330 würdest du empfehlen? Ich kenne leider keinen guten, den ich jetzt empfehlen könnte. Aerosoft, weiß ich, ist halt gerade im Entwickeln von einem und ich hoffe mal, dass der bald rauskommt und dann denke ich mal, wird er echt gut und dann kann ich den wahrscheinlich, würde ich ihn dann empfehlen. Also was ich bisher halt gesehen habe, so sieht der halt schon mega cool aus. Und von dem, was ich halt von Aerosoft schon kenne, an Addons, ja, sind ja bekannt für gute Umsetzung von Addons, von daher. Speedbreaks noch draußen. So, armen wir mal. Schade, der German Cargo, nicht German Cargo, der Lufthansa Cargo ist jetzt weg irgendwie. PC abgestürzt oder so, der konnte nicht mehr. Keine Zeit mehr. Manuel Reiner schreibt, ja hallo, finde deine Streams und Videos von dir echt super, schaue sie auch gerne, aber wenn ich mir das so anhöre oder durchlese, was stimmt mit euch nicht, ein Spiel für 200, 1000 Euro? Also an sich kostet der FSX ja nicht so viel, aber halt durch die Erweiterung kostet der halt dann irgendwann, wenn man mehrere Erweiterungen hat, kann man halt schon mal gut 1000 Euro und sowas für den FSX ausgeben. Aber ja, wenn es halt das Hobby hier ist und das halt alles dann richtig gut aussieht und es halt möglichst realistisch haben will, dann geht es halt irgendwie nicht anders dann genau. Aber ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt nicht YouTube machen würde, würde ich wahrscheinlich erstens nicht mit Addons fliegen, weil ich nicht darauf gekommen wäre, hier auf dieses mit den Addons. Und das andere ist, ja, ich weiß nicht, würde ich wahrscheinlich auch nicht so viel Addons hier zulegen. Denke ich mal. Genau. Und genau, ich habe das Glück, dass manche, genau, Publisher wie zum Beispiel Aerosoft oder so mir halt auch Addons hier so sponsoren, also halt für die Let's Plays so zur Verfügung stellen, was ich ja echt sehr cool finde. Und ja. Mal Gear down. Deswegen beschwert er sich. Wir reduzieren mal auf Final, weil da vorne ist ja der andere Flieger jetzt gerade runtergegangen erst. Nicht, dass wir dem zu nahe kommen. Wir haben noch 8 Meilen bis zum Touchdown. Und der ist noch auf der Bahn, hinten wartet die Air Berlin. So Leute, was wir mal jetzt mal wieder probieren, sobald wir die Papi-Leuchte in Sight haben, Autopiloten rausmachen, mache ich auch den Autofrust off und probiere das jetzt heute Abend mal wieder. Hier, das noch realistischer zu machen, weil in echt landen die ja auch mit Autofrust off, also dass sie selber den Schub steuern, das probiere ich jetzt auch mal wieder. Schon ewig nicht gemacht. Ich habe es einmal irgendwann vor langer Zeit mal gemacht, aber ja, probieren wir es jetzt einfach mal wieder aus. So, genau, ich stehe im letzten Taxi, weil ich habe es gesehen, Air Berlin. So. Ja, komm, machen wir es raus jetzt. Es sind noch jetzt gleich 2500 Fuß to go. So, das wird nochmal ein spannender Abschluss heute hier. Auto thrust off. I have control. Auch über die Geschwindigkeit. Jetzt wird es spannend. Gucken, ob ich das gut hinbekomme. So, Landing Checklist. Flaps. 30 green light. Speed break ist draus, das wollen wir nicht. Speed break armed. Und Auto Brakes 1, das reicht. So, wie gesagt, genau, sonst fliege ich eigentlich immer damit, dass ich einen Autofrust anlasse, bis der automatisch halt dann Retard macht, also Schub auf Idle nimmt und so. Und jetzt probiere ich das mal wieder aus, dass ich mal, was mir jetzt öfters mal empfohlen wurde, ich soll es mal probieren, mit Autofrust zu landen. Ohne Autofrust zu landen, also mit Selbstständigen zu steuern, deswegen mache ich das jetzt mal. So, Automarker überfliegen, das ist ein bisschen schnell. Jetzt nehme ich mal wieder was raus. Gar nicht so einfach, wenn man das sonst nicht so gewöhnt ist und das immer macht. Aber es geht eigentlich, weil so, wenn der Wind stark ist, dann ist es noch schwieriger wahrscheinlich, weil jetzt ist er recht ruhig. Ihr seht, 7 Knoten von links kommt. Schräg links vorne. Und daher geht das noch. Das ist viel zu niedrig, genau, müssen wir ein bisschen höher halten. Jetzt muss ich aber gleichzeitig auch wieder Schub geben, um das auszugleichen, darf ich nicht vergessen. Und Papi-Leuchten kann ich noch nicht so ganz erkennen, aber das sollten jetzt, aber das sind ja alle rot, genau deswegen.
Muss ein bisschen auf die Gleitslope-Anzeige gerade gucken. Ah, sieht schon ganz cool aus, der Anflug jetzt hier. So, und genau, wir müssen halt echt spät runter und die Air Berlin, der andere, steht ja auch weit hinten. Hier können wir echt noch Höhe halten, langsam. Jetzt kommen wir wieder auf den Gleit. Ah, schöner Anflug jetzt hier auf Prag. Noch ein bisschen niedrig. Jetzt weiter runter. Gleitslope und Puppy-Anzeigen sind komplett verschieden. Puppy sind alle rot. Geschwindigkeit ist ganz gut. Sieht voll schnell aus, wie wir reinkommen. Und Touchdown. So, sanft aufgesetzt. Macht ja nichts, dass wir ein bisschen später aufgesetzt sind. Wir müssen eh spät runter, von daher passt das nämlich. So, schöne sanfte Landung. Danke, Air Berlin 168, für das Lob. So. Und genau, Autobrakes off. Hätte noch nicht komplett ohne Autobrakes landen können. Und das müsste der Taxiway sein. So, dann rollen wir vor, Air Berlin 168, und ich roll die einfach hinterher. Und dann stelle ich irgendwo hin, ich stelle mich nebendran. So. Da sind wir. Ja, danke fürs Lob hier mit den ganzen schönen Landungen, Klatschen und so. Freut mich. So, wir... mal die After-Landing-Items. Aber ich rolle jetzt einfach vor, dann kann ja der andere Kollege, der die Air Berlin fliegt, hinterher rollen. Sehr schön, früh morgens, 6 Uhr jetzt hier angekommen. Ich habe Landing Lights ganz vergessen, egal. So. Gucken, ob er hinterherkommt. Oh, hier sogar Dresden Observer schreibt. Hä? Da heißt einfach Dresden Observer, obwohl der, weil in Dresden sehe ich gerade, ist gerade keiner drin. Also kein Lotse da, so. Ah, der hat ein anderes, der hat nicht, das Addon hier wahrscheinlich nicht, deswegen rollt er da drüben. Hast du mal vor Notruf eine 2 zu Let's Playen, fragt Bipilot. Ja, habe ich ja schon Videos von gemacht, noch Streams. So, wieder hier der rasende Pilot unterwegs hier. Bisschen schnell wieder, ich weiß, aber egal. So, genau, damit nähern wir uns auch schon langsam am Ende vom Stream. Gucken uns gleich die Landung nochmal von außen an, da steht eine Czech Airlines Maschine. Der Lufthansa Cargo ist ja jetzt nicht mehr unterwegs hierher, der ist irgendwie, keine Ahnung. Müssen wir nichts mehr, er hat auch nichts in den Chat reingeschrieben. Wo rollt der Learjet hin? Ja, ich stelle mich jetzt hier mal in die Parkposition. Aber danke, dass du gewartet hast, Air Berlin 168. Oh, hier werden wir irgendwie auch die... Hä, hey, gibt's hier keine? Ich dachte, wir hätten auch Jetways hier. Oder sind die weiter hinten? Komisch, oder die wurden einfach nicht geladen, ne? Naja, gut. Achso, der ist nur da, um mich auf dem IWAG zu sehen, okay. Achso, der ist dann hier wahrscheinlich so bei Prag und auf dem Radar, der das dann zu sehen, okay. Unknown Type. Oh, Squawk Standby, ja stimmt, danke. Ah, der kann es nicht reinlotsen hier, das Docking-System. Gut, da sind wir angekommen. Dann disconnecten wir uns mal. What the fuck, halt. Stehen, Maschine. Hallo, was ist los? Ich kann gerade nichts mehr machen. Ich wollte eigentlich die Parkbremse setzen, aber kann... die Tastenkombination dann gerade nicht funktioniert. So, was hier normal ist, uns die Sofortwiederholung angucken und damit beenden wir den Stream. Was nehme ich als Wiederholungszeit? 400 Sekunden. Ja, das reicht.
So Leute, genau, und damit sind wir auch am Ende vom heutigen Livestream angekommen. Heute mal hier dienstags bei den Online-Days und heute mal mitgeflogen. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben, die hier mitgeflogen sind. Vielen Dank für die ganzen Loots, die ihr eingeschickt habt. Vielen Dank für die ganzen neuen Abos heute Abend, hat mich sehr gefreut. Und waren auf jeden Fall wieder zwei sehr coole Flüge. Hat mir sehr gut gefallen, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und dann, ja, seid ihr hoffentlich auch bei meinen nächsten Streams oder Videos wieder mit dabei. Also dann, bis demnächst. Macht's gut, ich wünsche euch allen einen schönen Abend noch, eine gute Nacht und es war doch eine schöne, tolle Landung aus. Bin sehr zufrieden damit. Gut, ein bisschen links dann vielleicht, aber macht ja nichts. Aber schön aufgesetzt und ja. Damit war es dann von dem heutigen Livestream. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein, euer LineGamer1. Ciao.